Take 2. Also mein Take 2, genau. Das soll im Prinzip ein Fortführungstalk zu meinem Talk von, ich weiß nicht, letztes Jahr, irgendwann mal im Herbst, glaube ich. Kann mal jemand nachschauen, hatte den Titel GTD, Getting Things Done. Und einfach mal so also als kleines Resümee, wo bin ich heute, was sind so meine Erkenntnisse im Thema Selbstorganisation und ja, wie mache ich das vielleicht, kann euch das dazu inspirieren, selbst vielleicht ein bisschen weniger zu verpeilen. Wer von euch ist denn der Meinung, dass er in irgendeiner Art und Weise Zeitmanagement, Taskmanagement oder sowas betreibt? Echt? Nur? Das wenig. Die erfolgreich. Okay. Okay. Wer von euch hat eine To-Do-Liste? Wer von euch hat zwei To-Do-Listen? Drei? Okay, gut. Projektbezogen halt. Bitte? Projektbezogen. Ja, ist ja durchaus in Ordnung. Ist nur die Frage, braucht man so viele? Also, ich habe letztes Mal über GTD erzählt, was ja eine relativ rigide und strenge Methode ist, nach der man sich irgendwie nach David Allen, der dieses Buch geschrieben hat und euch das auch gerne verkaufen möchte, selbst organisieren kann. Und ja, ich habe das eine Zeit lang betrieben und bin dann so ein bisschen vom, in Anführungszeichen, rechten Weg abgerückt, weil es einfach auf mich nicht mehr gepasst hat. Kurz, warum macht man das überhaupt? Also im Prinzip, mein Gedanke dazu ist, man hat irgendwie Ziele, man möchte diese Ziele erreichen und man sitzt irgendwie, weiß ich nicht, Samstagabend auf der Couch und denkt sich, oh, ich hätte doch schon am Mittwoch irgendetwas tun sollen. Das ist immer ein außerordentlich unangenehmes Gefühl, wenn man merkt, oh, das habe ich vergessen und es wäre vielleicht wichtig gewesen. Vor allem, wenn es halt eben ja, zu persönlichen Problemen führt, die dann halt eben, man erreicht seine Ziele nicht, man bekommt nicht das, was man eigentlich gerne haben möchte. Insofern vielleicht ein bisschen Organisation wäre angebracht. Was gibt es für Arten von Zielen? Es gibt irgendwie langfristige Ziele, das dürfte bei nach den meisten von euch so sein, unfallfrei das Studium kommen und vielleicht noch eine Promotionsstelle finden. Und es gibt kurzfristige Ziele, sowas wie dieses Jahr in Mathe gut sein, sowas in die Richtung mehr schwimmen, mehr Fitness machen, eine Freundin finden, all solche Dinge können kurz- oder langfristige Ziele sein. Ich fasse das einfach mal zusammen, warum macht man das weniger verpeilen? Matthias sagte letztens so schön, Andreas, du bist weniger verpeilt, seitdem du irgendwie aus der Uni raus bist. Das ist schon mal auch mit unter dem zu verpeilen. Was für Vorteile hat man, wenn man in irgendeiner Art und Weise Aufgabenmanagement, Zeitmanagement betreibt? Man bekommt A, natürlich einen Überblick darüber, was hat man denn eigentlich zu tun in seinem Leben oder was meint man denn zu tun zu haben? Man kann, wenn man das gerne möchte, irgendwie sich über seine Prioritäten klar werden. Sowas wie, ich habe irgendwie 10 Stunden am Tag, wo ich produktiv was tun kann. Meine To-Do-Liste geht aber davon aus, dass ich 32 Stunden bräuchte, um den heutigen Tag zu vollbringen. Irgendwas muss rausfallen. Und wenn man das alles einmal vor sich sieht, hat man die gute Möglichkeit, sich auch guten Gewissens zu entscheiden, was man denn nicht tut. Das ist, denke ich, das wichtigste Feature, wenn man seine ganzen Aufgaben auf einen Blick sehen kann, sich zu entscheiden, was tue ich heute nicht und nicht am Ende des Tages ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man eben das nicht getan hat. Sondern man kann sich überlegen, was sind meine Ziele, was bringt mich nach vorne und wie bringe ich mein Leben diesem Zustand entgegen. Das ist sozusagen eine State Transition im Endeffekt, die so ein bisschen Aufwand erfordert. Es bringt natürlich auch persönliche Entlastung. Also wenn ich weiß, was ich zu tun habe, weiß ich zum Beispiel auch möglicherweise, dass das alles heute nicht relevant ist und dass ich auf der Couch liegen bleiben kann. Und natürlich bringt es auch eine gewisse Planungssicherheit. Also wenn andere Leute dich fragen, wann bist du damit fertig oder wolltest du nicht irgendwas tun, es könnte peinlich sein, wenn man es vergisst. Und man kann natürlich auch dann irgendwie eine sinnvolle Aussage treffen und kann sagen, okay, diese Woche kümmere ich mich um X und nächste Woche am Mittwoch kann ich das machen, was du gerne haben möchtest. Zum Beispiel. Welche Methoden gibt es zu diesem abstrakten Gedankengebäude, was ich jetzt aufgebaut hat? Beliebig viele und zudem noch viel mehr Literatur. Und ein großes
ja, im Prinzip ein großes Warnungsschild. Jeder in diesem ganzen Self-Help-Markt will euch was verkaufen. Es ist ganz fürchterlich. Alle Leute schreiben Bücher, jeder erzählt dir, wie toll seine persönliche Methode ist, die zufällig bei ihm funktioniert hat. Dann ist es noch zufällig jemand, der extrovertiert ist und grundsätzlich von seinem Charakter her gute Laune hat. Das schreibt er dann natürlich seinem Selbstorganisationssystem zu und schreibt ein Buch darüber, wie man durch Methode X glücklich wird. Und das ist egal, was für eine Methode es ist. Es sind immer die gleichen Typen Leute, die diese Bücher schreiben. Das heißt, ich möchte heute so ein bisschen einen etwas skeptischeren Ansatz betreiben. Ich möchte mir darüber Gedanken machen, was bringt mich persönlich nach vorne und was sind so die Grundgedanken, die dahinter stehen, über die man sich vielleicht irgendwie, für die man löst, also Grundprobleme, für die man eigentlich Lösungen finden sollte. Worüber sollte man nachdenken? Also ich meine, dass es im Endeffekt darum geht, seine Gedanken, seine Aufgaben in irgendeiner strukturierten Version, in irgendeiner strukturierten Art und Weise irgendwo aufzuschreiben, sei es auf dem Computer, auf dem Handy, auf, wie Sarah Palin, in der Handfläche oder auf Karteikarten oder auf Papier oder sonst wo. Das ist, glaube ich, relativ klar. Die Frage ist, was für Tools sollte man verwenden? Und die Antwort ist ja, das, was dir gefällt, das, womit du gute Erfahrungen machst. Ich zum Beispiel habe ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht, Hightech-Tools einzusetzen, also lass es Computer, Handy, alles, was PDA-Funktionalität ist, sein. Ich komme damit persönlich nicht gut zurecht. Was bei mir passiert, diese Tools, diese Sammlungen machen es mir so einfach, meine Gedanken irgendwie auf Papier zu bringen und so schwer, sie am Ende wieder loszuwerden. Weil To-Do-Management heißt nicht, dass ich irgendwie alles auf Papier bringe, was ich mir irgendwann mal denke, was ich gerne machen möchte, sondern vor allem, dass ich aussortiere, wenn meine Zeit ist eigentlich begrenzt. Ich bin zu Low-Tech-Tools übergegangen, also ich bin beim Papier gelandet und habe dann angefangen, das Papier mit so kleinen, lustigen Klebezettelchen auszustatten, um schnelleren Zugriff auf Papier zu haben. Das funktioniert für mich persönlich. Was wichtig ist, man sollte schöne Tools verwenden, Tools, die man gerne hat. Also ich zum Beispiel habe mir so einen schönen Füller gekauft, weil ich gerne mit Füller schreibe. Habe ich mir dann auch noch einen schönen dazu gekauft. Es lohnt sich, weil man macht einfach mehr Spaß damit, wenn es irgendwie was Nettes ist. Es gibt dann, wenn man sich mal auf YouTube umschaut, gibt es dann, meistens sind es tatsächlich Damen mit langen Acrylfingernägeln, die dann ihre To-Do-Listen-Bastelprojekte vorstellen. Das ist ganz toll, da kann ich mal ein paar Links zu posten. Dann guckt man sich das an und denkt sich, aha, ich glaube, ihr Lebensinhalt ist dieses Büchlein schön zu gestalten und was für tolle Sticker sie da reinklebt und so weiter. Das ist herrlich. Es gibt beliebig viele Tools, es gibt einen Haufen Software da draußen. Es gibt irgendwie tonnenweise iPhone- und Android-Apps mit Sync, ohne Sync. Ich glaube, das Wichtige ist, verwende was gut funktioniert und sobald es nicht mehr funktioniert, trenne dich davon. Stoß es ab, wenn du merkst, dass sich dein System mehr behindert, als es dir tatsächlich hilft. Also wenn du zum Beispiel dein Tooling nur auf dem Handy hast und du beginnst dann längere Texte eingeben zu wollen und du merkst, dass es alles nicht schnell geht, aber kannst dich nicht davon trennen, ist es vielleicht nicht der beste Weg für dich. Kann man nochmal drüber nachdenken. Eine wichtige Sache, auf die ich eingehen möchte, ist Inboxen. Kennt jeder, wo kommen die Tasks rein? Also einmal kommen sie aus dem eigenen Kopf, dann bekommt man E-Mails von Leuten, die wollen, dass man was tut. Dann hat man vielleicht noch eine physische Inbox, weil einem das Amt irgendwelche Briefe schreibt. Dann hat man vielleicht noch sowas wie einen Blogreader oder sonst was, wo auch noch interessante Dinge reinkommen, die man lesen sollte. Dann liest man vielleicht noch gerne Zeitschriften und hat so einen Stapel von Zeitschriften, der dann da noch liegt. Und dann liest man noch gerne Bücher und hat so einen Stapel Bücher. Ich kann zum Thema Inboxen kann ich empfehlen, versucht es so stark zu reduzieren wie möglich, weil jede dieser Inboxen erfordert eure Aufmerksamkeit, und zwar jede davon.
Also ich versuche zum Beispiel E-Mails relativ schnell schon wegzufiltern und mich zu entscheiden, muss ich was machen, muss ich nichts machen. Ich habe eine papierbasierte Inbox in der Firma, wo im Prinzip die ganze Korrespondenz reingeht und dann lese ich die einmal am Tag und entscheide, ist da irgendwas zu tun oder nicht. Selbes zu Hause. Und für den Rest habe ich im Prinzip Papier und den sogenannten Hipster-PDA. Dazu später mehr. Was ich jedem empfehlen kann, ich glaube, jeder von euch kann von einem Kalender profitieren. Also zumindest ein Kalender ist, glaube ich, das Minimum, was man so halbwegs erwarten kann. Aber auch da ist die Frage, wofür ist eigentlich dieser Kalender da? Und meiner Meinung nach ist der Kalender, gehört in einen Kalender das rein, was entweder zu diesem Zeitpunkt passiert oder nicht passieren kann. Sowas wie zum Beispiel einen Arzttermin. Der findet entweder Mittwochmittag um 3 statt und du bist da, oder eben er findet nicht statt. Oder dein Flugzeug fliegt, das wartet nicht auf dich, entweder du bist rechtzeitig am Flughafen oder nicht. Und das, der Kalender gibt dir im Prinzip die harte Outline. Also keine Ahnung, du bist in der Firma, du hast Meetings, an denen du teilnehmen musst, du siehst, der ganze Tag ist mit Meeting voll, da brauchst du erst gar nicht auf deine To-Do-Liste gucken, was du jetzt noch an Kram machen könntest, weil der Tag ist voll, dein Kalender sagt es dir. Das ist eigentlich immer so der erste Blick. Morgens, was sagt mein Kalender? Okay, ich habe heute folgende Veranstaltung, da muss ich hin und der Rest ist was. Also da sollten wirklich nur Dinge rein, die quasi höchste Priorität, höchste Relevanz haben. Was man machen kann, manche Leute benutzen das so als so ein Kalender, als To-Do-Liste und Grabbelsack, wo man dann am Ende die wirklich wichtigen Termine von den anderen Dingen nicht mehr unterscheiden kann. Und dann beginnen sie von Tag zu Tag die Tasks durch die Gegend zu migrieren. Das kann ich nicht empfehlen. Dafür würde ich dann tatsächlich irgendeine Art der Listenform wählen und den Kalender wirklich nur für die wichtigen. Aber ich glaube, das Minimum, was an Tools eigentlich, was man braucht, ist ein Kalender und irgendeine Art von Liste. Lass es die eine To-Do-Liste sein. Und ich kann erstmal empfehlen, mit einer To-Do-Liste anzufangen. Jetzt kann man sagen, gut, ich möchte aber projektbezogene Listen haben oder kontextbezogene Listen oder sonst was. Das kann sich ja dann am Ende gerne rauskristallisieren. Aber ich empfehle, wenn man damit anfängt, fang mal mit einer To-Do-Liste an und wenn die länger wird als so eine DIN A4-Seite, dann überleg mal, ob du eine zweite brauchst. In GTD gibt es dann so Geschichten wie, dass man die nach Kontext ordnet oder nach Geräten, die man braucht, um diesen Task zu erfüllen. Sowas wie zum Beispiel, alles, wofür ich ein Telefon brauche, kommt auf die eine Liste und alles, was ich beim Einkaufen machen kann, kommt auf die andere Liste und alles, wofür ich einen Computer brauche, dann auf die dritte. Und dann sitze ich am Computer und dann gucke ich auf die Liste Dinge am Computer und dann sehe ich, was ich da mache. Ist eine Möglichkeit. Was ich meiner Meinung nach nicht empfiehlt, sind Prioritäten. Also dass man sagt, das hat Prio 1, 2, 3, 4, 5. Weil du wirst auf jeden Fall, wenn du mehr Bock hast, den Prio 3 Task zu machen, wirst du den machen und den Prio 1 Task liegen lassen. Es empfiehlt sich auch, die Tasks so aufzuteilen, dass sie möglichst kleinteilig sind. Also, dass es wirklich was ist, was einfach zu verstehen und einfach auszuführen ist. Sowas wie Geburtstagsfeier planen, vielleicht nicht gerade die beste Umschreibung für das, was man tut. Man kann irgendwie sagen, ich suche mein Essen aus, ich wähle die Gästeliste aus, ich verschicke Einladungen, ich entscheide mich, wie alt ich werden möchte und solche. Ja, zum Thema Implementierung des Ganzen. Ich glaube, was eigentlich bis jetzt so in aller Literatur, die ich dazu gelesen habe, sträflich vernachlässigt wird, ist das, was ich mal einfach mal in der Meinung eines besseren Wortes die persönliche Taktung nenne. Wie ist deine persönliche Taktung? Also meine ist zum Beispiel Kalenderwochen. Ich arbeite grundsätzlich in Kalenderwochen. Ich kann eine Woche ungefähr ganz gut überblicken, was nächste Woche passiert, da weiß ich vielleicht ein paar Dinge, aber wirklich planen kann ich das nicht, weil diese Woche können immer Ereignisse auftreten, die Planung für die nächste Woche komplett in die Tonne treten. Als Student hatte ich das noch nicht, da konnte ich mehr so in so Monaten planen.
weil man hat irgendwie Vorlesungen, die finden eigentlich regelmäßig statt, man hat Übungen, die sind auch regelmäßig, der Tagesablauf ist ziemlich strukturiert, man kann sich, die einzige Entscheidung, die man hat, ist, ich gehe nicht in die Vorlesung und mache was anderes, aber im Endeffekt ist es alles recht gut strukturiert und man kann im Prinzip auch recht gut so einen Monat vorausplanen. Man kann sagen, okay, in einem Monat ist die Klausur, vorne zwei Wochen vorher fange ich an, all solche Dinge kann man machen. Bei mir ist es die Woche, es mag Leute geben, bei denen ist es ein Tag oder ein Vierteljahr, ich weiß es nicht, es muss jeder für sich selbst rausfinden, in welchen Zeiträumen man im Prinzip neu planen sollte. Das gibt dann natürlich auch den Planungshorizont vor, bis wohin kann ich irgendwie die Zukunft überblicken. Wie gesagt, bei mir ist das irgendwie von den Dingen, die ich so zu tun habe, ungefähr so bis nächste Woche. Und dann entscheide ich nächste Woche wieder, was übernächste Woche passieren wird. Also nächste Woche entscheide ich dann am Montag, was die Woche darauf passieren wird. Da ist jeder ein bisschen anders und ich glaube, das Wichtige ist, man braucht ein adaptives System. Man braucht ein System, was einfach einzustellen ist, vor allem auf einen selbst, wo man sagen kann, okay, ich plane in Wochen, ich plane in Monaten, ich plane in Kontext oder ich plane nicht in Kontext. Es gibt auch, was ich eine ganz nette Idee fand, aber für mich nicht funktioniert hat, sich die Aufgaben nach Energielevel zu ordnen. Also ich habe gerade besonders viel Energie, dann kann ich Dinge machen, die besonders viel Energie erfordern oder ich sitze sowieso auf der Couch und, weiß ich nicht, bruddel vor mich hin, dann kann ich vielleicht noch jemanden anrufen und noch irgendeinen Termin innerhalb von einer Minute am Telefon ausmachen. Ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt die verschiedensten Ideen, wie man die Tasks strukturieren kann. Man kann sich überlegen, will ich es nach Projekten oder... das war es auch oft zur Theorie. Ich möchte jetzt einfach mal kurz vorstellen, wie mache ich das denn? Was nicht der Weisheit letzter Schluss ist natürlich und was für mich persönlich eben funktioniert. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe hier so ein Büchlein. Das Schöne an diesem Büchlein ist, dass man die Papierteile rausnehmen kann. Also es hat so Klammern. Da kann man sein Papierteil rausnehmen. Das hier war mal ein Leuchtturmnotizbuch, bevor ich es mit einem Messer und ausreichend viel Energie von allem Covern und sonst was befreit habe, damit es ein bisschen kleiner wird. Das ist einfach ganz normales A5-Papier. Was ich empfehlen kann, ist so ein Inhaltsverzeichnis vorne dran. Und das Schöne bei diesen Notizbüchern ist jetzt, dass die Seiten schon von vornherein nummeriert kommen. Hat den Vorteil, dass man seinen Kram anhand des Indexes auch wiederfindet. Ich habe hier so ein paar Tabs hier reingeklebt. Eines davon ist meine Projektliste. Projekte sind im Prinzip, also die Projektliste, da wird zwar manchmal was abgehakt, aber es sind eher so langlaufende Tasks, Erinnerungen, Ziele, die ich erreichen möchte. Sowas wie, keine Ahnung, der Badausbau im Vorderhaus. Also immer, wenn ich mir diese Liste anschaue, lese ich die einmal komplett durch und sehe, okay, Badausbau im Vorderhaus. Gibt es da noch irgendwas, was ich machen muss? Muss ich noch irgendeinen Handwerker anrufen und so weiter. Das fällt mir dann im Normalfall ein, wenn ich halt lese, das ist das Ziel, das ich erreichen möchte. Oder hier sowas wie, was nehmen wir denn, Projekte mit Kunden zum Beispiel oder hier halt Hausbau jetzt als Projekt. Gibt es noch irgendwas in Richtung Hausbau, was zu tun ist? Dann gibt es hier so ein Task Bullet Closure User Group. Gibt es irgendwas, was ich Bereich Closure User Group zu tun habe. Und wenn die hier voll sind, diese Seiten, dann gibt es halt hier eine neue Doppelseite, wo halt Projekte drüber steht, die wandert dann in diesen Index rein und kriegt so ein tolles Tab. Diese Projektliste reviewe ich im Normalfall jeden Montag, was heißt, ich setze mich am Montag hin, zwacke mir 1 bis 1,5 Stunden von meinem Arbeitstag morgens ab und lese unter anderem diese Projektliste durch. Dann gibt es Leute, die schwören darauf, dass man unbedingt eine sogenannte Someday-Maybe-Liste haben sollte, was heißt, Dinge, die man toll findet und irgendwann mal tun sollte. Für mich persönlich funktioniert das nicht. Also ich werde das in einer nächsten Iteration dieses Systems wieder abschaffen, weil es mir exakt gar nichts hilft. Also entweder ich mache was oder ich mache was nicht. Aber so Dinge halb machen, ich habe nicht das Gefühl, dass es mir was bringt.
Dann habe ich hier bei Firma noch so eine Liste mit Kunden und Partnern. Da stehen alle Kunden und Partner von meiner Firma drauf. Die lese ich einmal durch und überlege mir, habe ich für den noch was zu tun? Und dann gibt es Dinge, die ich delegiert habe mit einer Seite pro Person, an die ich Dinge delegiere. Zum Beispiel meine Frau, meine Mutti, so Dinge. Da gibt es hier noch so eine Seite mit Zielen, die ich mir überlegt habe für dieses Jahr. Die auch alle mehr oder minder messbare Ziele sind, die werden dann auch gemessen. Tatsächlich. Schauen wir mal, ob das hilft. Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ansonsten habe ich einfach chronologische Notizen. Was heißt, ich fange an, diese Notizen hier fangen jetzt am 13.01. am Mittwoch an und gehen hier von oben nach unten und die Zeitachse läuft einfach nach rechts durch dieses Buch durch. Ich fange mit jedem Tag eine neue Seite an, weil es einfach ein bisschen übersichtlicher ist. Und da schreibe ich einfach alle To-Dos hin, alle Notizen, die mir relevant erscheinen. Manchmal arbeite ich mit Farbe, manchmal nicht. Manchmal habe ich so kleine Icons, so einen Mailumschlag, wenn ich irgendjemandem noch eine Mail schreiben sollte oder sonst was. Das hilft einfach ein bisschen Ordnung da reinzubringen. Was heißt, ich kann mir im Prinzip, wenn ich mir angucke, was für Aufgaben habe ich diese Woche, kann ich mir im Prinzip die ganzen Seiten anschauen und sehe die ganze Woche. So, was mache ich am Ende der Woche? Am Ende der Woche drehe ich die Zeitachse zurück. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn die nächste Woche beginnt, beginnt das hier bei diesem blauen Ding. Das ist jetzt also die Kalenderwoche 11. Da steht, habe ich eine Seite, da steht die Kalenderwoche drin oder man kann das, wenn man die Taktung vom Monat hat, auch im Monat machen. Da stehen alle Tasks des letzten Zeitraums drin, die ich gerne noch erledigen möchte, aber noch nicht erledigt habe. Das nennt sich Migration, was heißt, ich nehme die Tasks und mache aus... Ich mache einen sogenannten Task Bullet in die Mitte, was heißt, das ist so ein kleiner Pöppel, einfach in die Mitte von so einem Kästchen. Ich bin so ein Freund von kariertem Papier. Und wenn ich was erledigt habe, dann mache ich ein X draus. Wenn ich was nicht mehr erledigen will, dann mache ich so da mal ein Slash draus, also von links unten nach rechts oben. Wenn ich was migriert habe, dann mache ich so einen kleinen Pfeil nach rechts. Und dann gibt es noch, wenn es in meinen Kalender wandert oder auf eine Kalenderseite wandert, wo es dann für eine Woche relevant wird, gibt es so ein Pfeilchen nach links für, das habe ich irgendwo hingeschedult. Genau. Und dann, nachdem ich alle Tasks migriert habe der letzten Woche, das Wichtige ist, dass man nicht einfach alles sinnlos abschreibt, sondern dass man sich bei jedem überlegt, will ich das wirklich noch machen? Ist das noch relevant? Habe ich das schon erledigt? Wird es durch was anderes ersetzt? Dass man es einfach nochmal durch den Kopf Revue passieren lässt. Das hat nämlich den Vorteil, dass man von einer ewigen To-Do-Liste zu einer brauchbaren To-Do-Liste kommt. Vor allem, wo halt dann nicht der ganze Mist drin ist. Genau. Was heißt, am Ende der Woche, die ganzen Tasks werden migriert. Und was ich dann nochmal mache, ist, dass ich mir die komplette letzte Woche nochmal nehme und alle Tasks einfach nochmal durchlese. Ich lese mir alles einmal nochmal durch und sage, okay, was fällt mir dazu ein? Ergibt sich dadurch was Neues? Ergibt sich dadurch irgendwas Interessantes? Was einem vor allem auffällt, ist dann, wie schnell auch teilweise Dinge irrelevant werden. Wo man gedacht hat, oh, das ist unbedingt wichtig, merkt man, oh, ist das eigentlich gar nicht. Ich mache im Normalfall am Ende der Woche ein Review der letzten Woche, am Ende des Monats ein Review des letzten Monats, am Ende des Vierteljahres ein Review des Vierteljahres. Und ich saß tatsächlich über die Jahre da und habe alle Notizen des letzten Jahres mal gelesen. Das war dann irgendwie so ein Schnapp. Das lohnt sich tatsächlich. Also dafür so ein jährliches Review kann man sich auch mal so ein bisschen Zeit nehmen. Sollte sich überlegen, was sind so meine Ziele im Leben? Komme ich denen irgendwie näher? Und zwar halt von der relativ kleinen Ebene sich einfach mal von der Tagesarbeit löst und fragt, gehe ich in die richtige Richtung, will ich dahin, will ich nicht dahin, was soll ich nächstes Jahr anders machen. Was man dann noch machen kann, also ich habe jetzt hier noch so eine Seite, da steht Bau drüber, das ist also alles, was mit Hausbau zu tun hat. Man kann dann noch so Collections anlegen, wenn man der Meinung ist, dass man das braucht.
Ich bin der Meinung, man braucht es selten. Für Hausbau macht es jetzt mal Sinn. Was ich viel mache, ist, ich plane viel auf täglicher Basis. Was heißt, ich fange jeden Tag damit an, dass ich irgendwie das Datum hinschreibe und so To Do Today oben drüber schreibe und mir dann überlege, anhand meines Kalenders und der Dinge, die ich so zu tun habe, was habe ich heute zu tun? Zum Beispiel heute. Heute habe ich ausschließlich gecodet. Ganz einfach, da steht Coden und dann sind ganz viele Kreuzchen drin. Jedes dieser Kreuzchen ist eine halbe Stunde Arbeit und um genau zu sein 25 Minuten Arbeit und 5 Minuten Pause. Ich mache es im Normalfall so, das nennt sich die Pomodoro-Technik, klingt viel toller als es eigentlich ist. Die Idee ist, man konzentriert sich 25 Minuten lang und lässt sich dann 5 Minuten Pause. Und während diesen 25 Minuten versucht man, sämtliche Unterbrechungen auszublenden. Also wenn jemand reinkommt, sage ich, ich komme später zu dir. Wenn jemand anruft, je nachdem wie wichtig es ist, kann ich sie zurückrufen. Und Mails sollte man auch nicht dabei lesen, sondern dass man mal wirklich so einen Block an Zeit hat, in dem man sich konzentriert. Ich stelle mir dann einfach einen Timer und dann macht das Ding plöng und dann mache ich 5 Minuten Pause und dann gehe ich wieder an die Arbeit. Im Normalfall schaffe ich persönlich 9 von diesen Pomodoro am Tag. Das muss jeder für sich selbst herausfinden, was er da, wie viel er schafft, wie viel er davon schaffen will. Ist einfach eine Sache, die für mich ganz gut funktioniert. Aber da muss man sich auch überlegen, will man das? Bei mir geht es halt gut, ich sitze in meinem Büro, ich fange irgendwie an zu arbeiten und den Vorteil hat es, dass man eben so regelmäßige 5 Minuten Pausen einlegt oder teilweise dann auch längere Pausen, wenn man ein bisschen länger gearbeitet hat. Es gibt aber einfach so, man frisst sich halt nicht so fest in zum Beispiel irgendwelchen Programmierproblemen, die dann mehr Probleme machen, anstatt dass man einfach mal 5 Minuten, weiß ich nicht, woanders hingeht und dann fällt einem die Lösung ein. Es entspannt den Kopf ein bisschen. Ja, das ist im Prinzip mein System. Das ist übrigens unser Vortrag, also ich mag das mit dem Papier wirklich. Ich habe hier jetzt in diesem Büchlein noch so ein paar Klarsichthüllen drin, wo man einfach DIN A4 Papier reinstecken kann. Da wandern dann zum Beispiel Rechnungen und sonst was rein, die noch zu bezahlen sind. Ich habe eine Deutschlandkarte drin, weil ich eigentlich meistens keine Ahnung habe, wo Dinge in Deutschland liegen. Und dann sagen mir meine Kunden und Partner, wir kommen aus X. Und dann gucke ich meistens nach, wo das denn wäre. Ich habe einen Papierkalender drin, wo ich nochmal teilweise die Notizen auf Papier habe, wo ich dann sowas verwalte wie Dinge, die unbedingt diese Woche passieren müssen. Wobei, wahrscheinlich werde ich das im nächsten Jahr einfach abschaffen. Was ich auch noch empfehle, ist eine Liste Dinge, auf die man wartet, von anderen Leuten. Am besten, von wem warte ich da drauf und auch, was auch eine gute Methode ist, wie lange denn. Ich mache es so, dass ich das ja ich habe so eine Doppelkalenderseite, also hier ist es so Wochenkalender und hier sind so Linien. Und da gibt es halt eine Sektion Waiting und das migriere ich dann auch über die Wochen hinweg. Und dann kann man teilweise man kann so einen kleinen Counter einführen, wie viele Wochen warte ich da jetzt schon drauf, wenn man den Leuten wirklich auf die Nerven gehen möchte. Aber wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich nächstes Jahr nicht den Kalender wieder abschaffe, zumindest den Papierkalender. Wenn man sich jetzt irgendwie einrichten möchte und irgendwie sagt, hey, das Kumi Organization System auf Papier, das finde ich jetzt ganz toll, was brauche ich denn dafür? Dann hilft es meiner Meinung nach, ein paar wenige Euro in die Hand zu nehmen und sich die Produkte der Firma X17 anzuschauen. Die machen im Prinzip so Klappen, die so Gummis drin haben und da kann man so Hefte reinpacken. Und der Vorteil an dieser Methode ist halt, dass man das so ein bisschen auftrennen kann, seine Listen und vor allem, dass man die Hefte halt austauschen kann. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne alles, was zu diesem Projekt gehört, in ein eigenes Heftchen packen, weil das ist irgendwie, keine Ahnung, Mathe und da schreibe ich viel. Und man hat dann halt nicht einen sowas wie so ein Moleskine oder so, was dann irgendwann vollläuft und wo dann die Dinger nicht mehr zusammenpassen, so wie man es gerne hätte.
Man kann natürlich aber auch einfach ein Moleskine nehmen. Mein System hat Anleihen an A, Bullet Journaling nennt sich das. Das ist was, was mir persönlich sehr gut gefällt. Da geht es eben um das chronologische Notieren. Du hast eben diese das chronologische Notieren und du hast diese Migration. Und dann gibt es noch in diesem System Module. Das klingt viel fanziger, als es ist. Zum Beispiel sowas wie alle Dinge, die zu einer Sache gehören, auf eine eigene Doppelseite schreiben, ist dann, bezeichnen sie dann als das Modul. Wie heißt es? Ich weiß gar nicht mehr. Egal, das ist das Project Module oder was auch immer. Also, es klingt alles viel fanziger, als es ist. Es gibt ein nettes Video zu, kann man sich anschauen. Es lohnt sich meiner Meinung nach. Ja, und natürlich, niemand hindert einem daran, irgendwie To-Do-Listen auf dem Rechner zu verwalten. Ich sehe den Nachteil am Rechner halt darin, dass man ihn nicht immer dabei hat und sich nicht immer eine Notiz macht. Und dafür habe ich den sogenannten Hipster-PDA. Das ist dieses Ding hier. Das ist ganz großartig. Das ist im Prinzip ein kleiner Einband. Und in diesem Einband sind Karteikarten. Und dann gibt es so eine Klammer, an die man hier so seinen Stift dran machen kann. Und weil ich keine Lust habe, immer eine Karteikarte rauszusuchen, klemmt hier hinten immer so eine dran. Das heißt, wenn ich eine bahnbrechende Idee habe, wird die hier festgehalten und dann wird die jede Woche dann in das Mainbook quasi rein migriert. Ja. Fragen? Ja. Wie lange brauchst du fürs Wochenreview? Wie lange brauche ich fürs Wochenreview? Ja, 1 bis 1,5 Stunden. Also ich lese im Prinzip alle Projekte durch, alle Dinge, alle Notizen nochmal durch. Ich habe noch so ein Org-Mode-File, wo ich manche Dinge reinwerfe. Da lese ich das Org-Journal nochmal durch, auf jeden Fall. 1 bis 1,5 Stunden, eine Monatsreview, 2 Stunden, vierteljährlich so 3 bis 4 Stunden. Da will man sich also schon mal so einen Nachmittag für nehmen. Und für das Review vom letzten Jahr habe ich, glaube ich, 3 Tage gebraucht. Bis es wirklich alles durchgelesen hatte, verarbeitet hatte. Vor allem, die kommen halt auch dann, wenn du dir den ganzen Kram durchliest, ja ständig wieder neue Ideen. Und du sinnierst dann auch so ein bisschen drüber. Also ich empfehle ein gutes Glas Cognac irgendwie zum jährlichen Review dazu. Aber es ist so, Kumi, du musst zugeben, dass Orkmode schon ziemlich cool ist. Natürlich, Orkmode ist ganz großartig. Ich habe... Es gibt eine ganz tolle Seite zum Thema Living in Org Mode. Da gibt es einen Unternehmer, der managt sein komplettes Business mit Org Mode. Was macht der? Der hat seine To-Do-Listen da drin, der hat sein Zeit-Tracking da drin und der baut am Ende die Rechnungen aus den Tracking-Informationen aus dem Org Mode raus, indem er ein Tech-Template hat, den ganzen Kram auf Kundenbasis exportiert und das macht er alles in seinem Emacs. Aber mir passiert es halt häufig genug, dass ich irgendwo sitze, wo ich mein Notebook nicht dabei habe und wo ich nicht einfach Dinge in mein Emacs reinwerfen kann. Und ganz ehrlich, Mobile Org ist eine echte Krankheit. Das geht gar nicht. Wenn du das mal ausprobiert hast, willst du kotzen. Also, hat mal jemand Mobile Org ausprobiert? Nein, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, einfach mal Mobile Org machen und dann kübig. Ja, ich weiß nicht, mein größtes Problem mit so Sachen ist generell, dass es mir vorkommt, wie was man eigentlich immer dabei haben will. Ja. Weil man will ja irgendwie immer strukturiert sein. Das ist ja mein Problem da. Die einzige Sache, die ich konsistent und immer dabei habe, ist so eine Hose. Ja. Und das heißt, ich habe so 4 Hosentaschen und noch 2 sitze ich drauf. Das heißt, ich habe de facto 2. Links das Schlüssel, rechts das Handy und Geldbeutel. Wie kriegt man noch so ein PDA unter? Also, du kannst natürlich eine MERS verwenden, eine Männerhandtasche. Die Möglichkeit hast du immer. Du kannst ein kleines Büchlein verwenden. Du kannst eine Hose mit Seitentaschen dir kaufen. Da lass dich mal bitte von Jakob dann inspirieren. Aber du kannst einen Rucksack dabei haben. Klar, wenn du nicht die Möglichkeit hast, es immer mitzunehmen, wird es schwierig. Aber wenn du dir so ein Hipster-PDA anschaust, also nimmst dir so ein Packen Karteikarten und machst deine Listen auf Karteikarten und du machst so eine Klammer oben dran. Und die Klammer, die gibt es für 50 Cent irgendwo, gibt es so eine Metallklammer, dann, das reicht. Es gibt genug Leute, die damit gut genug zurechtkommen. Die Frage ist halt, welche Menge an To-Dos willst du verwalten? Das Wichtige, also ein Tipp ist noch,
ihr solltet alles in einem System haben. Empfiehlt sich generell. Ich wollte dazu noch sagen, also mein Hipster-PDA sozusagen ist halt hier so ein kleiner Notizblock, den ich immer im Portemonnaie stecken habe. Mhm. Und du kannst halt, also als Stift, ich habe halt meinen Zweitfüller halt immer in der Hosentasche. Aber was auch super gut funktioniert, ist, wenn du dir entweder einen kleinen Kuli besorgst oder diese IKEA-Bleistifte, die passen da wunderbar noch irgendwie ins Münzfach. Und dann hast du eigentlich alles dabei, was du brauchst. Ich habe irgendwann mal meinen Geldbeutel installiert. Der ist jetzt so groß. Aber da passen ja auch Karteikarten rein. Also das, ja, aber damit der ist dick. Der ist ja jetzt schon unendlich dick. Der ist jetzt auch schon viel zu dick. Ja. Also der kommt Dinge aus. Also der Punkt ist halt. Du kannst auch deinen Geldbeutel einfach durch eine EC-Karte ersetzen. Nein. Doch. Da ist mein Führerschein nicht drauf, da ist mein Perso nicht drauf, da ist mein Studiausweis nicht drauf. Stimmt, der Studentenausweis, wie konnte ich hier vergessen? Der ist natürlich auch so. Okay. Hast du mal über eine Handtasche nachgedacht? Vielleicht bist du da der Typ für. Das ist jetzt der Typ für mich. Ich will die ständig irgendwo liegen lassen. Eine Hemdtasche. Ich meine Wasserflasche ständig irgendwo liegen zu lassen. Das kann also gehen. Okay, also, okay. Nein, dann kann ich dich tatsächlich nicht beraten, wenn du nicht die Möglichkeit hast, was mitzunehmen. Eine Frage zwischendrin, jetzt gar nicht direkt zur Organisation, sondern du sagst, du machst 5 Minuten Pause. Ja. Was tust du üblicherweise nicht? Weil ich stehe auf, schaue aus dem Fenster, laufe rum. Gehe in die Küche, hole mir einen Kaffee, gehe auf die Toilette. Die Pause ist meiner Meinung nach am effektivsten, wenn du aufstehst und dich aktiv von deinem Schreibtisch abwendest. Ich empfehle aus dem Fenster gucken, das ist eine feine Sache, sich mal strecken, ist auch eine gute Sache. Irgendwo hingehen innerhalb der Firma, sonst was. Also hast du die verschiedensten Möglichkeiten. Ich gucke manchmal auf mein Handy und gucke auf E-Mails. Also ich gucke da mal so, stehe mal auf und sage, okay, was gibt's denn? Weil hat auch den Vorteil, dass du bist halt, wenn du innerhalb dieser 25 vergrabenen Minuten bist, kriegst du natürlich außenrum relativ wenig mit. Wobei es gibt so wenige Dinge, die innerhalb wirklich von der nächsten 5 Minuten deine Aufmerksamkeit erfordert, außer weil der Server brennt oder so. Dann vielleicht wäre das mal sinnvoll hinzugehen. Aber also ich empfehle tatsächlich aktiv Entspannung zu suchen. Ich habe so einen Sessel in meinem Büro, wo ich mich dann auch mal reinsetze und einfach mal die Füße hochlege. Ich mache jetzt keine Pomodoro, sondern meine persönliche Erfahrung ist, dass ich mich sowieso 1 bis 2 Mal pro Stunde von irgendwas ablenken lasse oder ich will mir einen Kaffee holen oder ich will aufs Klo gehen. Ja, ich denke halt, ergibt sich das nicht von alleine, dass man immer wieder so 5 Minuten Pausen hat. Wenn sich das bei dir ergibt, ist das super. Bei mir ergibt sich das nicht immer. Also mir hat es tatsächlich einen deutlichen Gewinn an Lebensqualität gebracht, die Pausen tatsächlich aktiv einzubauen. Aber ich denke, es ist schon nicht schlecht, die Pausen zu planen oder damit vorzusehen, weil man, glaube ich, sonst auch. Also geht mir es bisweilen so, dass man eine Pause macht oder sich einen Kaffee holt oder sonst irgend sowas und dann sich dabei so ein bisschen verliert und sich dann nicht so genau weiß, wie viel habe ich jetzt eigentlich, also so einfach ein Gefühl, ja jetzt gar nicht nach Stoppuhr, wie viel Zeit habe ich gearbeitet, ist es jetzt okay, dass ich jetzt noch 10 Minuten rumgammle oder vertue ich dann so viel Zeit damit, dass man so dieses, also was ja halt irgendwie ärgerlich ist, ist, wenn man irgendwie vielleicht einen Kaffee sich macht und in Ruhe irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht mit einer Zeitschrift in die Hand und blättert irgendwas und dann fragt man sich, war das jetzt okay, dass ich jetzt da so viel Zeit rein investiert habe? Und ich denke, das möchte man, glaube ich, kommt auf deinen Arbeitgeber an. Naja, ich bin selbstständig, da ist dann ist das okay. Also, ja, die Frage, ja, aber es ist für sich selbst, also für sich selbst, ja. Von der eigenen Rechtfertigung meistens, um zu sagen, ist das jetzt okay, dass ich es gemacht habe oder habe ich hinterher ein schlechtes Gewissen oder hätte ich es gar nicht haben müssen? Das ist ich kann empfehlen, bei der Selbstständigkeit grundsätzlich das mit dem Gewissen ein bisschen abzuschalten. Weil man arbeitet sowieso viel zu viel und nimmt die Arbeit überall mit hin. Insofern. Ja, noch so 2 Anmerkungen und eine Frage. Also, was ich bei mir gemerkt habe, weil ich bin auch wieder zurück zu Papier, voll großartig. Ist toll, No-Tech ist großartig. Wenn man halt so Collections hat oder sowas oder halt Projekte, wo relativ viele Tasks draufstehen, finde ich es hilfreich, wenn man sich halt so ein Monatsziel setzt und halt da einfach sagt, okay, ich mache halt jetzt x
Einträge auf dieser Liste. Also ich habe viele Kleinigkeiten für die Wohnung zum Beispiel, da stehen halt irgendwie 30 Sachen drauf. Ich habe aber keinen Bock, irgendwie 3 Tage diese Liste abzuarbeiten oder sowas. Und dann steht halt irgendwie unter den Monatszielen 3 Punkte von dieser Liste machen, egal was. Ja? Also dann hast du halt irgendwie kontinuierlich einen Fortschritt, du hast irgendwie jede Woche mal ein kleineres Item, das tut halt nicht weh, du kommst halt irgendwie vorwärts, ohne dass es lästig wird. Das fand ich ganz hilfreich. Ja, eine andere Sache, die mir auch echt sehr geholfen hat, ist morgens keine E-Mails. Wenn der Morgen mit E-Mails richtig anfängt, dann Killer. Ist der Tag sowieso gelaufen. Also ja, also es passiert einem da relativ leicht, dass man halt irgendwie in diesen Sog gerät von Dingen, die dann auf einen zukommen und die sind dann einfach nur wichtig, weil sie da sind. Ja. Ich kann empfehlen, E-Mails tatsächlich als aktive Aufgabe in den Tag einzuplanen. Richtig. Also wenn man weiß, ich habe eine gewisse Menge an Mails jetzt bekommen, ich mache es immer so, ich gucke auf die Mail drauf, sieht es wichtig aus, dann flagge ich sie und wenn nicht, dann ist mir egal. Ja, also es kann sein, dass ich so sie morgens... Es ist so Reference Later irgendwo in dem Index drin und gut ist. Und dann mache ich mir tatsächlich teilweise so mal, plane ich mir extra, okay, heute halbe Stunde E-Mails beantworten und so weiter. Also ich lese E-Mails selten zu dem Zeitpunkt, wo sie bei mir eintreffen und noch seltener beantworte ich sie, weil ich da einfach der Meinung bin, wenn du mir eine E-Mail schreibst, dann kannst du einen Tag warten. Ganz einfach. Weil ich habe irgendwie Dinge zu erledigen und wenn das irgendwie über den Chat reinkommt, dann ist das meistens halbwegs wichtig, weil dann kommt es irgendwie entweder von meinen Mitarbeitern oder sonst woher halt, die dann meistens mal mit dem Kunden geredet haben oder wenn es halt per Mail reinkommt dann. Und die meisten meiner Kunden wissen, wenn es wirklich wichtig ist, können sie mich anrufen, das machen sie dann auch. Und das finde ich dann auch wieder vertretbar, weil die sind relativ gut trainiert darauf, nur anzurufen, wenn es wirklich problematisch ist. Ja. Ja, und dann noch eine Frage, also was ich mit der Papierlösung noch nicht zufriedenstellend für mich lösen konnte, ist Backup. Wie machst du das? Backup, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Also wenn es mal wegkommt, wenn das Ding in den Ofen fällt, dann fällt es in den Ofen. Also Backup-Lösung habe ich an der Stelle keine. Was mir persönlich eine Zeit lang sehr gut gefallen hat, es gibt so Stifte, die nehmen auf, was man schreibt. Das ist an sich eine sehr geile Sache. Das Problem ist, das funktioniert auch mit je nachdem, welche Technik der Stift verwendet, ganz gut. Hat aber das Problem, dass es alles relativ groß und clunky und man braucht halt dann das richtige Papier dafür und all solche Dinge. Also nein, Backups habe ich keine davon. Okay, also im Moment mache ich das überwiegend über Abfotografieren, aber auch eher unregelmäßig und du weißt halt auch nicht genau, was sich geändert hat im schlimmsten Fall. Ja, eben. Das ist einfach. Das heißt, auf täglicher Basis ist das halt auch nix. Ja, das sicher. Also klar, du kannst dann den ganzen Kram eigentlich nochmal abschreiben, wenn du Bock hast, aber ich glaube, eine Backup-Lösung gibt es da nicht. Du musst ein bisschen aufpassen, was du drauf kippst. Ja, geht nicht so sehr darum. Ich meine, dir kann ja auch irgendwie mal der Rucksack wegkommen oder keine Ahnung. Ja klar, es kann geklaut werden und sonst was. Aber bei mir steckt zum Beispiel, also die 90% der Firma stecken hier drin und alles, was programmieren ist, steckt im Jira. Also da, wo es hingehört. Also Finger weg. Persönlich. Nicht im Notizbuch. Bitte? Nicht im Notizbuch. Nee, also ich finde, Coding-Tasks gehören zumindest für mich nicht auf Papier. Also vielleicht initial, wenn mir mal jemand sagt, du, das könntest du mal besser machen und dann schreibe ich mir das auf, aber im Normalfall wandert das sehr schnell einfach ins Jira rein, da wo es hingehört. Sicher ist es auch dann auf Papier vor Verschlüsselungstrojanern. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Außerdem kannst du es selbst mit deinen eigenen Händen verteidigen, wenn jemand kommt. Die nehmen sowieso nur die Rechner mit, insofern. Ja, kennt das schon nicht mehr. Das ist dann die nächste Generation. Der Rechner ist nur so ein Behältnis für dein Papier. Ja? Und jemand klaut es dann, klappt es auch und kriegt eine Krise. Ich glaube, wir sind fertig.